So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist kurz vor 21 Uhr, also fand die FED-Sitzung statt. Da gab es nur innerhalb, ja, ein, zwei Minuten eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bullen und Bären und dann haben wieder die Bullen gewonnen. Was erfreulich ist, dass sich die Edelmetalle die Preise angezogen haben und somit hat sich hier diese Unterstützungszone bewahrt. Leider war hier unter der Woche mal ein Setup angegeben, wo der Stopp sehr eng gesetzt war. Da ist man zwar nicht auf Stundenschlussbasis ausgestoppt worden, aber so. Aber hier dieses Setup, wer hier eingestiegen ist in der Zone, gab es auch noch keine, also auf 4-Stunden-Basis gab es auch noch gar keine Bedenken, dass das Setup nicht aufgeht. Genauso wie hier bei Silber, da waren zwei Kauflimits. Platziert, das dritte wäre möglich gewesen, aber wie eben auch hier beziehungsweise hier eingezeichnet, macht er ja jetzt genau die Bewegung hier runter und startet eine neue Aufwärtsbewegung höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, hier dürfte man wirklich, was sage ich mal, fast idealtypisch ging, jedenfalls bei Gold, dürften wir hier höchstwahrscheinlich nicht mehr die Tiefs sehen. Deshalb kann man sich für die zwei Positionen den Stopp eigentlich auf dieses oder auf dieses Level hochsetzen. Dann wäre hier bei dem letzten nur noch ein Risiko von 10 Cent und bei dieser Position ein Risiko von 60 Cent. Sag ich mal, verkauft man diese Position hier mit 30 Cent Gewinn aktuell. Kann man nur noch 10 Cent verlieren, dann kann gar nichts mehr, rein gar nichts mehr passieren, außer an Slippage etc., was also Gap Downs. Also wie man es jetzt dreht und wendet, kann hier nichts mehr in meinen Augen passieren, auch wenn jetzt hier der ganz große Long-Einstieg unten vielleicht verfehlt worden ist. Euro-US-Dollar habe ich hier in der Woche analysiert. Oberhalb dieser Marke darf es nach oben gehen. Wie es ausschaut, ist ja das untere nicht mal Intraday, nicht Tagesbasis, Wochenbasis natürlich dann auch nicht aktiviert worden. Aber ganz handfestes Setup muss man noch schauen, ob ich da was basteln kann, denn diese fallen ja nicht einfach so vom Himmel. Euro gegenüber Pfund ist hier in dem Bereich, war der Kaufbereich, der grüne. Definitiv im Plus, zwar nicht mehr groß oder war auch keine dynamische Aufwärtsbewegung, aber hier kann man es auch im Gewinn absichern. Dortmund ist nichts passiert. Hier haben 30 Punkte zu 2000 Pips gefehlt. Hier gab es jetzt keinen Einstieg, der hätte hier unten stattfinden sollen beim Nikkei. Ich mache es nämlich schneller ein Stück. Hier war das Kauflimit, hier ist ja der Chart, den ich sonst vermisst habe. Dann das neue oder das alte, neue, alte Setup war zunächst ja die Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, es war jetzt nicht ganz hier hoch, wo der Ausstieg jetzt hier auch per Video an Anführungszeichen kam. Der neue Einstieg fand aber dann wieder hier statt. An dieser Marke ist noch leicht nach unten geditscht, ja, also gar nicht unbedingt das Tief, aber die Analysen kommen ja auch nach und nach raus, deswegen hat ja jeder sowieso, wenn möglich, einen anderen Einstiegszeitpunkt. Und der Stopp war hier unten gesetzt, den kann man jetzt hier auch nach oben setzen. Netflix ist ja im Prinzip nur das Kauflimit nicht eingetreten, sonst hat es alles gepasst. Dann kommen wir noch zu weiteren erfreulichen Setups. Und dann beende ich auch schon das Video. Was Neues gibt es jetzt hier eine Stunde, nachdem jetzt die FED-Sitzung war, nicht. Denn ich will definitiv die Schlusskurse abwarten. Und zudem läuft Gold und Silber eher perfekt nach oben. Perfekt lief auch dann die Volkswagen-Aktie. Hat hier die 130-Euro-Marke und fast dann das komplette Kursziel hier erreicht. Morgigen Handel, ja,
wäre jetzt noch nicht aus, wäre wirklich auch das ganz obere Kursziel, wie jetzt hier eingezeichnet worden ist. Das zweite wurde ja erreicht, hier die Spitze. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachher noch nachlesen, was ich in der längeren Analyse, die ja direkt am Montag früh rauskam, was ich da geschrieben habe, was für ein Kursziel. Aber ich glaube, da war 130-Euro-Marke die Rede und die ist erreicht worden. Die Deutsche Post hat heute endlich ein Stück sich vorwärts gearbeitet, habe ich ihr gesagt, entweder es geht jetzt die Post ab oder nicht. Zwar ist jetzt wirklich nicht die Post abgegangen, aber die Kerze ist deutlich bullisch. Und auch hier ist dann ein Hochziehen des Stoppes möglich. Apple, wie man sieht, kommt in den Bereich, dann oder kam die Eröffnung und kam dann auch zum Stehen. Nichts mehr, was ich jetzt hier besprechen muss. Das habe ich ja die letzten Tage das erzählt, dass es jetzt hier dann perfekt ging oder beziehungsweise heute Morgen. Euro, australische Dollar hatte den Stopp auch nicht hier erreicht. Wer hier dann eingestiegen ist, war dann leicht mal Minus. Aktuell ein Plus, aber das war auch hier schon, wie gesagt, die Rede hier absolut nichts mehr Spannendes, wo man drauf setzen musste. Wer trotzdem dabei geblieben ist, konnte noch oder hätte mit Gewinn rausgekonnt. Die Heidelberg Zement, ja, macht jetzt nicht besonders Freude. Hier war direkt Einzeichnung an dem 25. eben nach dem Wochenende. Also war der Einstieg hier, der erste Kurs war bei 71 Euro, aktuell 72,50 oder sowas, also im Gewinn. Ich kann gerne oder beziehungsweise jemand kann gerne unter dem Video noch was posten, sollte ich ein Setup vergessen haben, was im Minus gelandet ist, außer wie gesagt das kleine Gold-Setup. Aber sonst war eigentlich alles eigentlich so gewollt. Danke fürs Zuhören und bis morgen.